eigentlich einfach mal irgendwann. Ich übe mich darin, den ganzen Körper wahrzunehmen. Klappt ganz gut. Und dann versuche ich, die Khandhas und ihr Entstehen und Vergehen zu beobachten und zu erleben, dass da kein Selbst drin steckt. Mache ich das dann während der ganzen Meditation und auch in allen Meditationen immer wieder neu, um mich umzuprogrammieren im Sinne von steter Tropfen höhlt den Stein. Ja, genau. Ich erlebe viele Schmerzen an unterschiedlichen Stellen im Körper, die ich offenbar als beständig erlebe und als sehr negativ bewerte und sie ablehne. Wie gehe ich damit um? Sie ablehne und mein Geist klebt sich dort sofort fest. Ja, gut, dass das klappt. Auf Basis der Ganzkörperachtsamkeit, die kann das beim Entstehen und Vergehen zu beobachten. Und natürlich gehören auch die vielen Schmerzen im Körper damit hinein. Und wenn die als beständig erlebt werden, dann ist das oft oder ja, eigentlich prinzipiell ein Problem von Sanya, von der Wahrnehmung, weil wir nämlich uns in einer gewissen Not befinden, in so einer Schmerzenssituation und dann vielleicht besonders stark dieses Sanya betonen, was ist das jetzt für ein Schmerz? Und das irgendwie gewohnt sein, gewohnt sind, diese Schmerzwahrnehmung so intensiv zu erleben und dadurch ganz unbewusst, aber ja, dem Ganzen nicht nur einen Namen geben, sondern auch eine Zeitspanne. Man sagt, ich habe die ganze halbe Stunde beim Meditieren habe ich immer diesen einen Kopfschmerz gehabt. Das ist ja quasi nur eine Begriffsklammer, die wir um diese ständig fluktuierenden und sich verändernden Gefühle mit unserem Denken gespannt haben. Und die das deswegen auch so besonders dramatisch erscheinen lässt. Ne? Weil eine halbe Stunde lang einen Schmerz haben, das ist schon viel. Aber die gute Nachricht ist eigentlich, das ist ja gar nicht möglich. Man kann ja eigentlich immer nur einen Moment lang einen Schmerz haben. Und Verzweifeln daran tun wir eher in der Vorstellung, das wird jetzt nicht weggehen, ich werde das noch so und so lange haben. Oder wie lange habe ich das schon, das verfolgt mich jetzt und so weiter. Darum wäre es interessant zu sehen, wie eben hier die Wahrnehmung sich die Wahrnehmung unbeständig ist, auch wenn sie ihre Aussage nicht unbedingt verändert. Also auch das Wahrnehmen mit einer sich nicht drastisch ändernden Aussage folgt ja trotzdem dem Strom der Veränderung, der unser ganzes Erleben unterworfen ist. Und wenn die Achtsamkeit stark genug ist, könnte man, oder fangen wir mal von der anderen Seite an, wenn die Achtsamkeit jetzt nicht sehr ausgeprägt ist, vor allem der Gleichmut als diese Fähigkeit zu beobachten, die auch der durch Achtsamkeit entstehen kann, durch den Achtsamkeitsrahmen,
Wenn das nicht sehr stark ist, können wir uns quasi ein bisschen Gleichmut ausleihen, indem wir das mehr auf der Körperlichkeitsschiene betrachten, da auch ein bisschen die Konzepte der vier Elemente mitverwenden und diesen Schmerz versuchen, eben als ein unpersönliches Phänomen im Reich der vier Elemente zu sehen. Das kann das Ganze ein bisschen weniger persönlich machen. Wenn der Gleichmut aber, also auch gerade als emotionale Unbestechlichkeit, der Gleichmut stark genug ist, können wir auch versuchen, uns einmal das Vedana in dieser Schmerzsituation anzuschauen. Dann werden wir vielleicht merken, dass wir die ganz oft verwechseln oder durcheinander bringen oder alle gleich in einen Topf schmeißen. Ja, da ist zum einen dieses Vier-Elemente-Getue, das wir dann ja noch mit einem unangenehmen Vedana versehen, es als unangenehm einstufen. Und dann noch ein Sanya dazuhängen und uns dann davor fürchten, weil wir da ja quasi ein Schreckgespenst geschaffen haben mit einem Schmerz, der plötzlich so groß und so lang sein kann, wie er ja in Wirklichkeit im gegenwärtigen Moment gar nicht ist. Und darum kann es auch hilfreich sein, statt sich so über das Sanya da zu grämen oder sich von dem Sanya immer wieder am Vedana erschrecken zu lassen, mal direkt auf das Vedana zu schauen und zu merken, ja, genau, jetzt weiß ich ganz genau, was gemeint ist mit Dukkha Vedana. Das ist unmissverständlich jetzt ein Dukkha Vedana, aber wie schlimm ist das eigentlich wirklich? So in diesem einen Moment, in dem ich draufschaue und jetzt in diesem Moment, wo ich draufschaue. Werden wir vielleicht, hoffentlich, auch die Erfahrung machen können, dass das zwar unangenehm ist, aber dass wir das schon aushalten können. Und alles, was wir aushalten können, vor dem fürchten wir uns nicht mehr so. Und auf das reagieren wir nicht mehr so. Und jetzt hofft die treffende Person, vielleicht, dass ich jetzt sage, und dann geht es auch von selber weg. Aber das ist nicht immer der Fall. Und das ist zum Glück auch gar nicht notwendig, weil es reicht ja schon, wenn wenn die Intensität, mit der wir uns da dran klammern, nachlässt. So, denke ich ein bisschen, was dazu gesagt. Du hast gesagt, das Bewusstsein sind die sechs Bewusstseine, also die Sinneskörperbewusstseine. Aber gibt es nicht auch ein Geistesbewusstsein, also sich der geistigen Prozesse bewusst sein, zum Beispiel vier Geistesbewusstseine? Vedana-Bewusstsein, Sanya-Bewusstsein, Sankhara-Bewusstsein, Vinyana-Bewusstsein. Oder zusammengefasst, das bzw. die Körper-Geist-Bewusstseine. Das beantworten. Naja, ich habe nicht gesagt, dass es Körperbewusstseine gibt, sondern Sinnesbewusstseine. Ne? Und das Geistesbewusstsein ist so ein bisschen ein unglücklicher Begriff, bin ich mittlerweile also für mich privat zum Schluss gekommen, weil diese Vorstellung eines Geistes ein bisschen ein Problem ist. Ne? Wenn nicht klar ist, was das sein soll, wenn jetzt das Ohr und das Geräusch unter Mitwirkung des Aufmerkens zu einem Hören wird, zu einem Ohrbewusstsein, dann impliziert das ja, dass das Ohr selber und das Geräusch selber kein Bewusstsein ist für sich, sondern erst in der Zusammenarbeit ein Bewusstsein entsteht. Und das Ganze sollte jetzt auch für den Geist und die Geistesinhalte
gelten. Ja? Darum ist es ein bisschen komisch, sich einen Geist vorzustellen, der aber noch gar nicht zu Bewusstsein geworden ist. Und ich denke, dass damit einfach wieder die physiologische Grundlage gemeint ist, die für unser ganzes, was wir jetzt Geistesleben nennen, als körperliches Organ verantwortlich ist. Das heißt, wir könnten eigentlich statt von einem Geistbewusstsein einfach von einem Gehirnbewusstsein oder von einem Denkorganbewusstsein sprechen. Ja, wenn wir uns nicht daran stoßen, dass der Buddha sagt, durch Ohr und Geräusch entsteht Ohrbewusstsein, warum ist es dann anders zu sagen, aus dem Gehirn und den Gehirnströmen entsteht Denkbewusstsein? Eigentlich wieder genau das Gleiche. Ne? Und dann fallen viele dieser Fragen eigentlich schon weg. Ne? Und Vedana und Sanya und Sankara, Bewusstsein, sagen wir jetzt halt einfach nicht, weil, und Bewusstsein auch nicht, weil weil die Liste der fünf Khandas einfach einen anderen funktionalen Zweck erfüllt im Dhamma-Gebäude. Ne, da geht es darum, klarzustellen, welche verschiedenen Funktionen es in unserem Erleben gibt. Und unser Erleben hat die Funktion, etwas als irgendwie zu empfinden. Und es hat die Funktion, etwas als etwas wahrzunehmen, ihm irgendeine Bedeutung zu verleihen. Ja. Natürlich findet das auch alles im Bewusstsein statt. Und wenn der Buddha Bewusstsein kategorisiert, macht er das aber über die Sinne. Einfach weil das seine bevorzugte Auflistung ist. Ja, aber natürlich stimmt es auch, dass die Inhalte sind, mit denen das Bewusstsein sich beschäftigt, das Vedana und das Sanya und so weiter. Ausschlaggebend ist an der Übung eigentlich, dass wir wegkommen von der Idee, da gibt es ein Bewusstsein, das unabhängig von Ursachen einfach da ist und das sich halt das halt manchmal etwas hört und manchmal etwas sieht, aber eigentlich ganz aus sich heraus einfach jetzt mal da ist und dann halt diesem selbstständigen Bewusstsein begegnen halt dann die einen oder anderen Sinneseindrücke. Ja, weil sich das für uns natürlich ohne genaue Analyse schnell so anfühlen kann. Und diese scheinbare Kontinuität des Bewusstseins ja auch maßgeblich beiträgt zu unserer Vorstellung eines irgendeiner beständigen Größe in diesem ganzen Erleben. Ja, wie die alte Hase- und Igel-Geschichte, wo der Igel und seine Frau sich jeweils hinter einem Busch verstecken und ein Wettrennen mit dem Hasen machen, um jetzt mal den seit gestern geschädigten Ruf der Kinderbücher wieder aufzupolieren. Also es ist eine sehr gute Metapher, kann ich nur empfehlen. Und dieser arme Hase muss da hin und her laufen und glaubt, er hat mit einem Igel ein Wettrennen und wundert sich immer nur, warum der so schnell schon wieder am Busch A und am Busch B ist und hetzt sich da ab. Und so glauben wir immer wieder, wenn wir uns die Tatsache des Bewusstseins zu Gemüte führen, ah ja, da ist es ja schon wieder. Das war ja gerade schon da, da ist es schon wieder und da ist es schon wieder. Ja, und in Wirklichkeit guckt nur immer ein anderes Vinyana so hinter einem dieser Sinnesorgane. Büsche hervor und sagt, hallo, da bin ich und da bin ich schon wieder.
Und unsere arme Aufmerksamkeit hetzt von einem Moment zum nächsten. Und wenn sie nicht genau aufpasst, sieht sie eben die feinen Unterschiede nicht. Ne? Wenn der Hase sich ein bisschen mehr Zeit genommen hätte, hätte er vielleicht gesehen, dass der Igel und die Igelin doch nicht ganz genau gleich ausschauen. Ne? Der eine hat vielleicht große Ohren und der andere hat große Augen. Und so kann man dann unterscheiden. Ne? Da das Bewusstsein kommt, dann ist er wieder weg. Und das Bewusstsein kommt, dann ist er weg. Dann kommt und geht und kommt und geht. Und das ist eigentlich denke ich auch, das macht das Bewusstsein jeweils den Sinnen zuzuordnen, macht es dann eben auch leicht, dieses Hin- und Herspringen und die Unbeständigkeit des Bewusstseins gut zu beobachten. Noch eine Frage zum Thema Mitfreude. Haben wirklich alle Wesen die Möglichkeit, heilsame Geisteszustände zu formen? Scheinbar weiß doch gar nicht jedes Wesen, was es tut oder was heilsam ist oder wozu. Ja, weiß nicht, ob ich da jetzt kategorisch so oder so darauf antworten wollen würde. Es ist halt ein Versuch, uns das ein bisschen aufzuschließen, ne? Indem wir zumindest jedem Wesen das zutrauen, in seiner samsarischen Laufbahn auch einmal die Gelegenheit zu haben, Heilsames zu wirken. Ja, selbst wenn man sich denkt, was kann eine Ameise schon Gutes tun? Vielleicht wird aus der Ameise mal so ein moralisch viel höher stehender Mensch, der dann von früh bis spät sich nur in ethischen Gedanken ergeht. Das ist natürlich ironisch gemeint, ist ein bisschen, weil wir auch da einfach nur das Menschsein als Beispiel nehmen können, wo auch es vielleicht Phasen im Leben verschiedener Menschen geben kann, wo die Verblendung so groß ist, dass da kein Platz ist, über sowas nachzudenken, aber irgendwann dann doch wieder. Das zeigt ja, dass es insgesamt schon, dass insgesamt das Potenzial da ist. Auch wenn es nicht immer, ist ja klar, dass es nicht immer ausgeübt wird. Das war ja auch nur eine der verschiedenen Gedanken zum Thema universelles Merkmal für Mudita finden. Können mehrere der vier verschiedenen Bewusstseinsarten gleichzeitig sein? Ja, das wird oft gefragt und manchmal auch heiß diskutiert. Ich persönlich finde die Frage gar nicht so relevant, ohne jetzt die Frage abzuwerten. Aber was uns auf jeden Fall auffallen wird, ist, dass immer wieder die eine oder andere Bewusstseinsklasse im Vordergrund stehen wird. Und das reicht uns dann eigentlich schon, ne? Und wenn ihr das Gefühl habt, das ist so ein Durcheinander und ich weiß gar nicht welches, dann war es das Denkbewusstsein, weil dann habt ihr gerade darüber nachgedacht. Und natürlich kann das schnell hin und her gehen, ne? Aber wie bei so einem Kartenmischding, das so auch ganz schnell ineinander greift, kann auch eben die Frequenz der Achtsamkeit nicht sehr hoch ist oder halt langsam unterwegs ist, dann kann das irgendwie alles so ineinander schmelzen. Und je mehr das ineinander schmilzt, desto kompakter erscheint uns auch wieder dieses Gefühl, ja, Bewusstsein, das bin ja ich und damit taste ich so in alle Richtungen, aber das ist ja eigentlich homogen immer im Zentrum meines Erlebens. Das beginnt sich dann eben zu zerfleddern, wenn wir anfangen, das an den verschiedenen Toren zu beobachten. Kannst du noch mal was in Richtung
Vinyana Vipassana und Upekkha anleiten. Also in einer Meditation, nehme ich an. Das können wir gerne machen. War ohnehin noch so ein bisschen am Plan. Vinyana vielleicht auch eine Möglichkeit, wo man nicht lang rumsuchen muss oder es irgendwie vielleicht in Unsicherheit ist, wie es gedacht und wie es gemeint ist, als das Kanda, dass wir auch in einem meditativen Zustand wie in einem Brahma-Vihara zum Beispiel beobachten. Ja, und da wird es dann auch wieder ähnlich, wie ich vorher beim Schmerz und beim Sanya gesagt habe, interessant, weil in so einem meditativen Zustand wir uns im Sehen der Unbeständigkeit von Vinyana eben nicht mehr auf das Hin- und Herspringen zwischen den Sinnestoren so verlassen können, weil das da wahrscheinlich nicht mehr so oder fast nicht mehr auftreten wird. Na, da werden wir uns dann wirklich hauptsächlich im Körperbewusstsein, wenn es der meditative Zustand körperlich erlebt wird oder im Geist, im Denkorganbewusstsein, sage ich manchmal ein bisschen diplomatisch, damit das nicht so ist, mit dem Gehirnbewusstsein. Das klingt vielleicht ungewohnt für manche. Und die Herausforderung ist dann eben zu sehen, wie da trotzdem Zeit vergeht. Also die Dinge vergehen ja auch, während eine scheinbare eine Konformität in der Qualität des Erlebens aufrecht ist. Nachvollziehbar, was ich meine. Auch wenn wir jetzt selbst mit dem Gong könnte man es nicht eins zu eins vergleichen, weil der Ton sich ja auch allmählich verändert. Aber wenn wir jetzt, sagen wir mal, den Stefan bitten würden, hier mit seinem Handy einen gleichbleibenden, irgendeinen Ton zu erzeugen, wäre sicher irgendwie möglich, das ein gleichbleibendes Piepsen zu erzeugen. Wäre das nur, weil es sich in seiner Beschaffenheit nicht verändert, wäre das dann deswegen nicht genauso unbeständig. Es wäre nur halt nur so eine stehende Welle der Unbeständigkeit, ne? Wo wir halt ein bisschen anders hinschauen müssen, uns nicht so auf das, wenn es jetzt so wie ein Wecker so immer piepst und aufhört zu piepsen, dann wäre das ja einfach, ne? Wenn man kommt und es ist es weg und es kommt es und es ist es weg. Aber auch etwas, was kontinuierlich eine Zeit lang im normalen Sprachgebrauch andauert, hat ja trotzdem, kann ja trotzdem nicht anders als der Bewegung der Zeit zu folgen. Ja, und so jetzt zum Beispiel so ein Brahma-Vihara-Bewusstsein, wo wir da sitzen und da in eben diesen kontinuierlich sich immer wieder gleich anfühlenden Zustand erleben, bleibt trotzdem die Anicca-Uhr nicht stehen. Es ist eigentlich eben ja auch wichtig und darum hat das eben auch durchaus seinen Wert, weil wir sonst, ich weiß nicht, ob das jetzt schon zu abstrakt ist. Aber eigentlich ist es ja ein ganz praktischer Punkt. Ja? Jetzt wirklich Anicca-Wissenschaft sozusagen. Eigentlich ist das sogar ganz wichtig, weil wir sonst vielleicht uns in der Anicca-Betrachtung nur auf die Veränderung der Beschaffenheit verlassen. Und sagen, ja, alles ist unbeständig, weil jetzt piepst es und jetzt piepst es nicht. Das ist der Beweis. Und sobald dann etwas mal für 5 Sekunden lang piepst, gerät unsere ganze schöne Unbeständigkeitstheorie ins Wanken. Noch schlimmer natürlich, wenn dann in der Meditation sich ein Zustand zeigt,
der Beständigkeit suggeriert. Ne? Dann, wenn man dann nicht wirklich ein hartgesottener Anicca-Veteran ist, kann es passieren, dass man sich denkt, ja hoppla, dann hat es ja gar nicht gestimmt mit der Unbeständigkeit. Dann habe ich ja soeben mein Selbst gefunden. Ach, wie wunderbar. Ja, natürlich, sowas hält meistens dann nicht sehr lange, wenn man dann spätestens von der Meditation aufsteht und das dann doch wieder irgendwann weg ist. Außer man hat das große Pech, noch irgendeinen religiösen oder philosophischen Gedankenapparat bereit zu haben, der das noch versucht irgendwie zu erklären, dass das eigentlich die immanente Natur ist, die man im Untergrund immer hat, auch wenn man es nicht immer merkt. Aber da muss man schon recht sich gedanklich sehr verbiegen können, um sich davon überzeugen zu lassen. Finde ich zumindest. Also mich hat das nie irgendwie interessiert. Wenn man gedacht hat, ein Selbst, das man gar nicht immer ist, was ist das für ein komisches Selbst? Ein Selbst, das man nicht erlebt, was soll das? Ja, dann, ist irgendwie da, das passt irgendwas nicht zusammen, für mich zumindest. Wenn kein Wesen einen Kern, Klammer selbst, Schrägstrich ich hat, warum tun wir dann alle so, als ob wir jemand sind? Ist das angeboren? Ja, im wahrsten Sinne des Wortes ist das angeboren. Obwohl, wenn man es genau nimmt, stimmt die Aussage auch gar nicht, dass wir alles so tun, als ob wir jemand sind, weil man muss ja schon jemand sein, um so zu tun, jemand zu sein. Na, und das soll jetzt nicht nur ein Witzchen sein, sondern da sieht man vielleicht auch schon wieder die Verwirrung von diesem Selbst und ich. Und wenn man da irgendwie das durcheinander bringt. Na, natürlich haben wir alle dieses Ich-Gefühl an der Backe. Und von dem leiten wir dann sozusagen ein beständiges Selbst ab. Und in die andere Richtung funktioniert es aber irgendwie andersrum. Ne? Also, obwohl es kein Selbst gibt, wie dieses Ich-Gefühl haben. Ist eben das große Nichtwissen, das uns nicht nur angeboren ist, sondern das uns auch geboren hat. Das, was uns immer wieder ins Dasein hineintreibt. Weil wenn ich mich ichig fühle, ne, wenn das hier Bedeutung hat, dann hat auch das alles rundherum Bedeutung. Das ist so wie so ein ansteckender Keim, der oder eine Wunschvorstellung, die immer hin und her geschoben wird. Ne? Hier ich fühle mich als ich, das heißt, ich muss ein beständiges Ding sein. Wenn ich ein beständiges Ding bin, dann muss es eine beständige Welt als noch ein Ding geben. Und wenn ich in einer Welt aus Dingen lebe, dann bin ich wohl auch eines. So lädt sich das immer wieder auf gegenseitig. Aber das nur so nebenbei. Ist immer schwer, genau einzuschätzen, wie so kurze Fragen gemeint sind. Aber prinzipiell kann man schon wirklich sagen, dass eben wir tun ja nicht bewusst und absichtlich so, als ob wir jemand sind, sondern dieses Gefühl, jemand zu sein, ist eben ein von durch Bedingungen entstandener Effekt. Und keine dieser Bedingungen ist aber ein Selbst. Na, so wie
in dem Zaubertrick, von dem wir heute gehört haben, in der Mittagskontemplation, auch so ein Zaubertrick-Effekt entsteht nur durch allerlei Bedingungen. Aber meistens ist keine dieser Bedingungen eine wirkliche Magieanwendung. Auch wenn das so scheint, als ob die Taube da aus dem Nichts erscheint. Und es tatsächlich Bedingungen dafür gibt, dass die Taube da aus der Luft plötzlich ins Dasein zu treten scheint. Es ist keine der Bedingungen, die wirklich dafür sorgen, eben das, wofür das Publikum das halten soll. Nämlich, dass der Magier da wirklich die Wirklichkeit übersteigen kann mit seinen magischen Fähigkeiten. Mein Vater sagte früher zu mir, aus dir wird mal nichts. Ich glaube, ich finde das gar nicht mehr so verkehrt. Tja, ja, das muss, man muss erst zu nichts werden. Ne? Das ist schon ein Fortschritt. So, richtig verstanden, Fragezeichen. Das Zusammenkleben besteht darin, dass wir einem zufälligen Sinnesbewusstsein und den dazugehörigen, ebenfalls zufälligen bzw. konditionierten Empfindungen, Wahrnehmungen und Aktivitätsimpulsen Bedeutung geben. Naja, ich hätte es einfach ein bisschen anders formuliert, ne, weil das Bedeutung geben, müsste man erstmal ein bisschen genauer sagen, was man damit meint. Auch der Kanda-Prozess selber mit Empfindungen, Wahrnehmungen, Aktivitätsimpulsen ist ja in bestimmten Sinne schon bedeutungsstiftend, ne, dass man aus einem einen Wasserfall oder ein Regenwetter macht, das dann uns dazu veranlasst, über den Regenschirm nachzudenken und so weiter. Da entsteht ja auch schon Bedeutung. Ne? Aber was manchmal jetzt so im philosophischen Sinn zusätzlich mit Bedeutung gemeint ist, ist eben das Ganze für bedeutsam zu halten, im Sinne von es geht mein Ich-Gefühl etwas an. Also es in Beziehung zu uns selbst zu setzen und dadurch eben ihm diese Wichtigkeit zu geben. Also, sonst entsteht schnell der Eindruck, dass ohne Nichtwissen, die kann das überhaupt nicht mehr stattfinden. Und das wäre ein bisschen schwierig, sich das vorzustellen, wie auch der Buddha und die erwachten Jüngerinnen und Jünger dann nur noch da sitzen wie Baumstümpfe und überhaupt nichts mehr, nichts Sinnvolles mehr machen können, weil sie nichts mehr, weil sie Bedeutung im unschuldigen Sinn nicht mehr produzieren. Und das Zusammenkleben, das dann zu dieser Bedeutsamkeit führt, würde ich so definieren, dass die fünf Khandas untereinander sich so stark ineinander verhaken. Oder auch wenn wir vom Aufgreifen sprechen, sind es ja nicht wir, die fünf Khandas aufgreifen. Darum verwende ich diesen Ausdruck auch nicht so gern und sage stattdessen lieber eben sowas wie zusammenkleben oder zusammenballen, weil das mehr schon die Idee ausdrückt, dass nur die fünf Khandas überhaupt daran beteiligt sind und nicht noch irgendein
eine externe Instanz, die etwas mit den fünf Kandas macht, nämlich sie aufgreifen oder sie loslassen. Das wäre ja irreführend. Das heißt, innerhalb dieser fünf Kandas geschieht das ganze Zusammenkleben oder auch das ganze Zerfallen lassen. Und, kann man in der Meditation, denke ich, manchmal auch ganz gut erleben. Wie normalerweise würde das Bewusstsein, das man so als den Primärakteur hier einsetzen, das Bewusstsein würde sich für die Person halten, die empfindet, wahrnimmt und Aktivitäten plant. Und dann entsteht dieser ganze zusammengeballte Zustand, wäre dann eben so, wie man leider von der verblendeten Warte aus normalen Zustand des Daseins erlebt. Was entsteht das für eine Wahrnehmung? Ich hoffe, es war nur eine Thermosflasche. Also meinst du Upadana, also ergreifend? Upadana, ja. Ja, mhm. Upadana, schön. Hm? Okay, das war mir noch nicht so klar. Dass das okay. Der Buddha nennt das Verlangen, das Tanha, auch einen Klebstoff. Ne? Mhm. Und wir wissen ja, dass Tanha die Ursache ist für Upadana. Mhm. Insofern liegt dann ein Begriff wie eben das Zusammenkleben selber nahe, weil das ja auch als Ursache irgendeinen Klebstoff hat. Okay. Also, oder die eine Substanz mit Klebekraft sorgt dafür, dass Einzelteile zusammenkleben und daraus entsteht dann ein größeres Ganzes. Und so durch Tanha, und Tanha ist ja auch, das ist immer, finde ich, total faszinierend, wenn so ein Moment geschieht, wo diese, man könnte auch mit diesen Begriffen stundenlang theoretisch rumjonglieren und das wäre auch interessant und zumindest für manche. Und dann kommt aber manchmal der Moment, vielleicht kennt ihr das, wo man plötzlich sich erinnert, naja, der Buddha beschreibt in diesen Erklärungen ja mich, das da. Und das beschreibt er ja und nicht irgendeine Seite in einem Buch. Also warum ist Verlangen ein Klebstoff? Wie fühlt sich das an, wenn wir verlangen? Das macht so einen, da ist man so im Suchmodus, da ist die Hand bereit auszufahren, da will man was und das sorgt dafür, dass wir bereit sind, diese Einzelteile zusammenzuziehen und sie zu einem Ding zu formen, das uns irgendwas bringen soll. Also die Bedeutsamkeit nimmt zu, je mehr diese Kandas sich ineinander verhaken. Und wir dann eben ganz davon überzeugt sind, das ist jetzt wirklich XY, das ist nicht eine Wahrnehmung von XY, das ist wirklich so und so und das und das. Und drum ist es auch ganz schrecklich, dass sich das jetzt unangenehm anfühlt. Oder so wunderbar, dass sich das angenehm anfühlt. Das ist ja nicht nur eine Wahrnehmung, das ist ja mein Dingsbums. Wenn alles ohne Kern ist, dann ist wahr auch Buddha ohne Kern. Wollen wir mal davon ausgehen, ja? Dann ist doch auch die Lehre ohne Kern, oder? Sind das alles nur Konzepte? Alles unbeständig? Wenn ja, was bedeutet das? Was bedeutet es fürs Üben? Also natürlich gibt es da keine Ausnahmen für den Buddha oder für das Dhamma, was die Kernlosigkeit angeht. Mit ohne Kern meinen wir ja, vielleicht ist das überhaupt nochmal interessant, kurz zu definieren, jetzt auch nicht irgend sowas wie eine scheinwissenschaftliche Erklärung mit
Quantenphysik und sowas, dass in Wirklichkeit es nichts Festes gibt oder alles nur irgendwie aus Substanzlosigkeit besteht, sondern ein Kern, den wir hier negieren, wäre etwas, das zum einen beständig ist und zum anderen hängt mit der Beständigkeit zusammen, etwas, was in seinem Bestehen von Ursachen unabhängig wäre. Weil wenn etwas in seinen Ursachen, in seinem Bestehen von Ursachen abhängt, dann ist es auch dem Risiko ausgesetzt, mit dem Schwinden der Ursache selbst sich zu verändern. Dann wäre es ja nicht mehr beständig. Ja, und so etwas wird hier negiert, die Existenz von so einem Kern. Dass auch alle Konzepte unbeständig sind, muss uns nicht weiter stören. Man kann vielleicht nochmal unterscheiden zwischen Konzepten als Gedanken, die wir erleben, die dann natürlich der Unbeständigkeit ausgeliefert sind, wie alles, was wir erleben, und so etwas wie, sagen wir mal, Tatsachen. Ne? Wenn wir zum Beispiel von den Daseinsmerkmalen sprechen, von Anicca, Dukkha und Anatta, dann wäre es ein Missbrauch der Sprache, zu sagen, alles ist unbeständig, drum ist Anicca, Dukkha und Anatta auch unbeständig. Das wird keinen Sinn machen. Ne? Eine Aussage gerade darüber, wie sich die Dinge verhalten, dann durch diesen sprachlichen Gebrauch auch wieder umkehren zu wollen. Oder in einem anderen Kontext sagt der Buddha zum Beispiel, dass die bedingt entstehenden Dinge, wie jetzt zum Beispiel, jetzt hatten wir gerade Verlangen, dadurch entsteht das Festhalten, Aufgreifen, Zusammenballen, dadurch entsteht das Dasein, dadurch entsteht Geburt. Und diese jeweils einzelnen Dinge, die da entstehen, sind natürlich unbeständig. Zu unserem Glück ist Verlangen unbeständig und Aufgreifen unbeständig und Geburt unbeständig. Aber diese Gesetzmäßigkeit, dass Verlangen zu Aufgreifen führt, die ist als gültiges Naturgesetz, das wird sich nicht mehr verändern. Ja, man könnte sagen, vielleicht eines Tages gibt es keine Wesen mehr, dann gibt es auch kein Tanha mehr. Ja gut, das sagt ja auch nur aus, eine Gesetzmäßigkeit zwischen zwei Faktoren. Ja, insofern, Konzepte als Erleben sind natürlich immer unbeständig, aber Konzepte im Sinne von Fakten über Sansara. Klar, wenn ein Bewusstsein sich auflöst, dann wird es auch nicht mehr an diese Fakten denken. Dann ist das alles hinfällig geworden. Aber und für unser Üben bedeutet das, dass wir uns zwar nicht an die Konzepte, die wir erleben, als Gedanken, als vielleicht auch Inspirationen, so wie wir das ja jetzt auch in der Meditation verwenden, verwenden wir auch verschiedene Konzepte, um unsere Meditation besser funktionieren zu lassen, dass wir uns auch der Unbeständigkeit dieser Konzepte bewusst sind und uns nicht an das eine oder andere Konzept, das wir uns da so schön denken, klammern. Ja? Und andererseits aber kann es auch wichtig sein, zu verstehen, dass es einfach allgemeingültige Tatsachen gibt. Und es wäre jetzt wieder ein bisschen ein Unfall in unserem Logikgebrauch zu sagen, alle Konzepte sind ja unbeständig und das heißt, vielleicht ist ja gar nicht alles unbeständig. Oder vielleicht gibt es ja dann manchmal schon ein Selbst und manchmal keins oder so. Ne? Also gewisse Fakten stehen einfach, verändern sich nicht als
vorgegebene Tatsachenübung zur Dasein. Und dann können wir diese Konzepte zwar verwenden als Orientierungshilfe, aber uns nicht an der persönlichen, am Denkerlebnis, während wir das Konzept denken, trotzdem nicht festhalten und daraus ein beständiges Selbst machen wollen. Ist das nachvollziehbar? Dann sagen, ich bin der große Anatta-Meister, der es am besten verstanden hat, das kennt selbst. Ich verstehe das viel besser als ihr. Und dann habe ich schon wieder einen Dünkel mir ausgedacht. Kannst du den Begriff Vipassana, so wie du ihn verwendest, erläutern? Ja, Vipassana. So, hier steht aber Vipassana. Das ist wahrscheinlich Vipassana gemeint. Vipassana heißt der besondere Passana. Und das, da könnte ich jetzt stundenlang drüber reden, was ich darunter verstehe. Ja, bitte. Also ich fürchte, es ist Vipassana gemeint. Und Vipassana heißt eben besonders deutlich sehen. Und darunter verstehe ich einen meditativen Zugang, in dem wir besonders klar oder endlich einmal klar sehen, wie unser Erleben sich in Wirklichkeit verhält. Eben unbeständig und deswegen nicht befriedigend und deswegen nicht nicht die Qualitäten eines Selbstes besitzen. Ne, der Zusatz wie zu Vipassana drückt einfach aus, dass wir hier etwas anders sehen und zwar näher an der Wirklichkeit sehen als sonst normalerweise. Ne? Wir irgendwas sehen und erleben und denken wir ja die ganze Zeit. Aber normalerweise sind wir so mit dem Inhalt des Erlebens beschäftigt, mit der Bedeutung des Erlebens, wie vorher auch gefragt wurde. Also jetzt nicht unbedingt mit der Bedeutsamkeit, sondern allein nur mit der Bedeutung. Ne? Ich möchte unbedingt wissen, ob das jetzt ein Apfelkuchen oder ein Birnenkuchen ist, weil der eine schmeckt mir und den anderen mag ich nicht. Ja, wenn ich davon eingenommen bin und das sehen will, dann fällt es mir schwer zu sehen, dass alle Khandas, die da gerade ablaufen, unbeständig sind. Bin ich abgelenkt, ne? Ist mein Fokus quasi auf die Oberfläche gerichtet, während wir im Vipassana unseren Fokus tiefer hineinbohren, durch die Oberfläche durchschärfen, wie in einem Mikroskopiervorgang, wo wir durch das Einstellen des Fokuspunktes uns verschiedene Tiefen erschließen können und sehen dann hinter der Fassade der Bedeutungen ein kontinuierlich stattfindendes allgemeingültiges Verhalten unseres Erlebens, das uns sonst nie beachtenswert erscheint, weil es sowieso immer so ist und außerdem ja auch maskiert ist von eigentlich genau dem Gegenteil, von immer wieder dem scheinbaren Erleben von Beständigkeit. Und vielleicht in Ergänzung, Vipassana ist dann die Quelle, der Nährboden für Panya, für das Begreifen. Ne? Wenn wir etwas immer wieder sehen, dann beginnen wir zu begreifen, was das bedeutet, was wir da sehen. Und dann beginnt dieses Begreifen sich auf uns auszuwirken. Ist Upekka eine Emotion oder eher ein Zustand? Die Definition von Emotion in Klammer gut oder schlecht scheint mir im Widerspruch zu Gleichmut. Ich vermute, dass es da Missverständnis gibt zwischen Emotion und Empfindung.
ist jetzt geraten. Und weil bei Empfindung haben wir ja die angenehm, unangenehm und neutral Variante. Vielleicht ist das hier gemeint mit gut und schlecht. Das weiß ich jetzt aber nicht genau. Und dann würde die Frage auch Sinn machen, ob Pekka eine Empfindung ist oder eher ein Zustand. Weil eine Emotion und ein Zustand ist in meinem Verständnis nicht unbedingt etwas Unterschiedliches. Ne? Und der Pekka ist ein emotionaler Zustand, wenn man so möchte. Aber es ist ein emotionaler Zustand, ein Komplex, der aus einem gedanklichen, geistigen Anteil besteht und einem somatischen Anteil. Ja, wenn ich die Emotion Ärger erlebe zum Beispiel, dann denke ich mir irgendwas und gleichzeitig passiert im Körper auch irgendwas. Aber vielleicht ist auch gemein, dass Emotionen immer normalerweise als gut und oder als schlecht erlebt werden. Nach der Definition ist Gleichmut dann schon eine gute Emotion im Sinne von einer heilsamen oder einer nützlichen, aber eine, die auf ungewohnte Weise heilsam ist. Wenn wir normalerweise heilsam oder gut gleichsetzen mit, das fühlt sich richtig toll an, dann passt das nicht so, ne? Weil Gleichmut zwar friedlich ist, aber nicht angenehm im Sinne von mit einem starken, angenehmen Empfinden begleitet. Aber genau das kann ja auch wieder angenehm sein oder sich wohltuend anfühlen, wenn dieses Hin- und Her-Geschaukel zwischen angenehm und unangenehm da einmal in der Mitte zur Ruhe kommt. Aber ich kann es auch gut nachvollziehen, dass wir dieses Upekka am Anfang nicht so recht einordnen können, ne? Weil es eben so gar nicht unseren üblichen Erfahrungen mit Emotionen entsprechen möchte. Weil es irgendwie schon wie eine Emotion ist, mit so einem stabilisierenden Anteil, aber dieses Schwarz-Weiß, das Emotionen sonst so gerne ausstrahlen, das fehlt hier. Man könnte auch sagen, die stabilisierte Variante dieses sonst eben im Hin- und Her-Schwanken befindlichen emotionalen Dauerzustands, ne, oder dieses dauernd den emotionalen Schwankungen ausgesetzt sein. Das ist ja nichts Friedliches. Und im Upekka finden wir da eben mit Hilfe so einer beruhigenden und eben Bedeutsamkeit herausnehmenden Wahrnehmung wie der Kernlosigkeit in uns und in unseren Mitwesen eine Grundlage für eine, eigentlich, man könnte sagen, wie so eine durchsichtige oder unsichtbare Emotion, die sich eher auszeichnet durch die Abwesenheit von Ausschlägen ins Plus und Minus. Ist es frei von Widernach? Oder geht es bloß nicht darauf, oder ist es nur der Mittelwert sozusagen? Ja, der Mittelwert. Also wir haben ja drei Widernach Klassen. Es kann auch je nach Disposition uns dann entweder als leicht angenehm erscheinen, im Sinne von friedlich und eigentlich durchaus weiter erlebenswert. Da muss man auch immer wieder schauen, dass das nicht zu sehr uns wieder aus der Mitte bringt. Da können wir dann wieder wunderbar unsere Erwachungsfaktoren verwenden und einfach auch dieses Upekka monitoren und uns nicht in Versuchung führen lassen, dass da wieder was Angenehmes auskristallisiert und uns dann eigentlich wieder vom Upekka wegführt.
Oder es kann im anderen Fall natürlich dazu führen, dass wir damit nicht recht was anzufangen wissen oder uns das langweilig vorkommt oder wir vielleicht dann uns an irgendein Klischee erinnern von, ist das jetzt nicht gleichgültig und irgend sowas, ne? Und dass uns dann da ein leichtes Unangenehmes reinmischt. Dann wäre es halt auch wieder an der Zeit, das in die Mitte zu bringen. So ein bisschen die Ausbildung so eines feinen Geschmacks vielleicht, der das dann wertschätzen kann. Wie es auch, es gibt Weinverkoster und es gibt auch Wasserverkoster, die sind vielleicht noch ein bisschen feinschmeckeriger. Ne? Da geht es dann nicht darum, was für eine überwältigende Geschmacksnote der Wein hat, sondern das dann nur dieses ganz zarte. Ne? Dass es halt eher möglichst nach gar nichts schmeckt. Ne? Ein Wasser, das nach irgendwas schmeckt, wenn es eigentlich reines Wasser sein soll, das ist eher unheimlich. Das will man dann nicht so trinken. Ne? Habe ich mal erlebt mit einem Freund, waren wir da irgendwo unterwegs und ich hatte eine Wasserflasche mit und habe mir zu Hause ein bisschen Zitronensaft reingetropft. Und der Freund hat dann davon getrunken, und ohne dass er gewusst hat, dass da Zitronensaft drin ist. Und das hat ihn dann eher angewidert, weil er geglaubt hat, ich habe da irgendein abgestandenes, komisches Wasser, das so sauer schmeckt. Das wäre schade, wenn uns das mit dem, wenn wir das Opeka in die falsche Kehle bekommen. Nur weil wir vielleicht auch, weiß nicht, ob das hier in die Frage mit reingespielt hat, weil wir vielleicht von Emotionen so ein Schwarz-Weiß-Bild gewohnt sind. Ich denke, wenn es nicht angenehm ist, dann muss es ja irgendwie nicht gut sein. Obwohl nicht gut sein eigentlich viel angenehmer ist als angenehm. Nicht angenehm sein ist besser als. Also nicht angenehm ist besser als schon angenehm. Und besser als unangenehm. Also zwischen angenehm und unangenehm ist weder angenehm noch unangenehm quasi der Balancepunkt.